Ideengruppe. Ich darf wohl nicht so viel nehmen. Oskar hat gar keinen Bock mehr. Da oben habe ich doch jetzt gar nicht mehr hin. Da laufe ich doch gar nicht erst hin. Oh, meine Flotte hat sie vergrößert. Bekehre ich die überhaupt? Ne? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warte mal, gibt's da einen, gibt's da irgendein Großprojekt? Oh, es gibt ein Großprojekt, das ist keiner. Was ist das? Kann ich das haben? Na, Kostenberater, Pracht. Ne? Pracht natürlich, genau was ich jetzt noch brauche. Ja, Pracht. Der Pracht. Ja, gibt nur so viele Pracht, die ich nicht benehmen kann. Aber ja, hauptsächlich die KI hat es nicht mehr. Was gegen Deli? Ja, Transoxanien. Transoxanien war das. Oh. Könnte man auch irgendwo mal auflösen. Nur wenn ich Acham angreife, kann ich Transoxanien und Timurin. Komm damit rein. Nicht aufhalten. Oh. War das gerade Polen? Ja, Polen. Waren gerade Polen angegriffen. Nee, was nix. Lorenz gewonnen. Oh, dann schicken wir auch mal euch drei Stacks noch nach Hause. Und warten
warten noch, bis das Jahr rum ist, ne? Was wollen die überhaupt? Weiß man nicht so genau, ne? Alles. Französisch, Kanada hat ein paar Minuten verhindert. Ah, ich kann mal wieder Staaten gründen. Geiler Staaten gründen. Ich kann keine Staaten gründen. Soll ich mal anfangen, noch einen Stick auszugeben? Klar. Geil, mehr religiöse Einheit. Ich habe 143% inzwischen. Oh. Ja, ist rum. Was darf ich mir das alles nehmen? Frankreich sagt nein. Das Großprojekt ist da. Frankreich sagt immer noch nein. Leck mich doch. Frankreich, zieh dich nicht so. Okay, ich möchte auf keinen Fall ein Bündnisding haben, wo Frankreich mit dran ist. Die Gemüsezone ist zu teuer. So, das geht, glaube ich. Glaube ich. Sagt er. Vor allem in den Wanden. Ich hab Peter geholt. Schönes Gefühl, Nummer 2 zu sein. Der Pol ist immer noch 900 vor mir. Über 1000. Vizemeister, Vizemeister. Ich kann fast ein Millionen Mann stehendes Heer haben. Was gibt man da für Bonus, wenn man so Militärgemon ist? Alle anderen Länder bis ein kleinerer Armee als Polen, Litauen. Frankreich hat die größere Armee, ne? Ja, die musst du erstmal überholen. Was bekomme ich denn als Kriegsbonus? Möglichkeiten des L1, Kriegspunkte, Kosten, Provinzen, militärische Macht, monatlich plus 1. Wenn die Macht wächst, nur minus 13, minus 20. Effizienzbelage bis 20, das wäre aber schon sehr nützlich. Alter, Frankreich hat halt einfach die Million schon, ne? Oh. Das wird.
Okay, versuchen wir das. Oh Gott. Gegen wen bist du jetzt im Krieg? Ah, Frankreich. Ich habe mal Frankreich angedacht, dass du keine Kolonien hast, wundert mich so hart. So, wo war jetzt das Großprojekt noch? Ich merke mir das halt auch immer nie, ne? Oh, die ist noch nicht fertig, aber. Ja, geil. Ich dachte, die wäre schon fertig. Ja, gut. Ich will eh nicht so viele Punkte haben. So, habe ich das noch nicht weiter ausgebaut? Weiß ich auch nicht. Ja, lass mal die Großprojekte hier fertig machen. Jetzt so langsam, ne? Ja, der andere Staat ist dann wieder unabhängig. Wenn das passiert. Hast du da irgendwas falsch geklickt? Nein, nein. Da hat man zwei Feste. Ne? Ist christlich. Ich muss die Religion auch noch wechseln, sonst wird das nichts. Scheiße. Aber hey, Kriegs... Da hat jetzt jemand die Möglichkeit, Polen noch eine Provinz zu schnappen. Wer ist denn mit Südsudan? Da ist eine 8. Festung drauf. Spricht nichts gegen Südsudan. Ah ne, da kommt Frankreich dann in den Krieg gegen mich. Wobei, ist das schon besetzt alles? Nee. Vielleicht nach Ablauf des Jahres. Vielleicht. Ich muss nur aufpassen, dass sie sich nicht belagern gehen. Polen halt völlig machtlos gegen Frankreich. Alter, was da an Truppen da wieder rumlatschen. Da mal 100.000, da mal 100.000. Ne? Man hat's ja. Ja, Frankreich auf jeden Fall. Ah, ich hab die Ikone vergessen, sollte mir mal wieder auffrischen. Ja, die Krone vergessen. Disziplin einfach. So, Größe Garnison nochmal plus 25%. Damit sind alle Ideen durch. Wir können die andere Scheiße ja gleich wegwerfen. Beschäftigt. Ich hätte natürlich Polen angreifen können, aber ich hätte Polen wozu? Ich kann einfach. Vielleicht kann ich Lippe nochmal angreifen, wenn das gleich noch existiert. So, Kosten, Ideen sind zuverbar und brauchen wir nicht mehr. Innovationszuwachs kann im Prinzip auch weg. Effizienz, Produktionseffizienz noch mal plus. Okay. So, jetzt sind wir in England.
So, noch ein Händler. So, wo baller ich die jetzt noch rein? Moment, das sammle ich auch? Was ist das? Das ist jetzt klar, ich mach mal rein mit dem. Auch da mal hier Handelsabfluss. Oh, Polen wird schon wieder verprügelt. Ja, ich hab mir irgendwie eine Provinz rausgepresst, weil wir wollten keinen Krieg, komischerweise. Ja, gibt's denn noch irgendwo ein Großprojekt oder habe ich das jetzt schon wieder durchgedrückt? Ich hätte noch irgendwo eins laufen gehabt. Wenn ich das nicht nochmal ausbauen? Ach, Regierungssitz ist das gerade beschäftigt. Achso, aha, wir haben das gemacht. Halt immer nie. Ich könnte schwören, ich hab noch irgendwo. Täusche ich mich wohl. Dann täusche ich mich da wohl. Hm? Oh, Frankreich hat es mal größer geworden. Gut, Frankreich, Lippe existiert nicht mehr. Und die ganzen kleinen Dinger und Polen ist auch kleiner geworden. Kriegsandrohung gegen Frankreich funktioniert leider nicht. Schade. So, 800 machen wir inzwischen im Monat. Also Frankreich aufhalten, ne? Das sehe ich nicht, aber gut. Transoxanien. Wie lange geht denn an der Waffenstillstand? 3 Jahre. Sterben hier mal die Generäle, was soll denn das? So, Nahkampfarmeeführer, haben wir was Besseres? Hm. Ausgleichsive Expansion. Hm.
Gegenstand gibt es nicht mehr, ne? Nicht, dass der mal wieder aufgetaucht ist. Frankreich ist vielleicht der Verteidiger des Heiligen Glaubens, aber das heißt ja lange nicht, dass er dem Papst irgendwas geben müssen. Na. Moment, wir sind noch mal 40.000. Louisiana. Könnte man noch ein paar Schiffe drauflegen.